Herzlich willkommen zurück zu Cry of Fear. Und ich muss jetzt mal sagen, dass ich gerade die Hosen voll habe. Denn ich habe. Entschuldigung. Ich habe das Spiel gestartet, ja, und dann rennen hier irgendwelche Nachbarn im Flur rum und ich höre irgendwie so ein Kindergeschrei, aber so ein ganz super gruseliges Kindergeschrei. So, und so hier, die hier wohl an der Tür vorbeigelaufen sind und im Laufen halt geschrien haben und ich habe gerade das Spiel gestartet, da kam so ein Ton, so bum, bum. Und ich sitze hier nur, hallo, ist da jemand? Die Töne sind hier manchmal schon wirklich, naja. Ich habe das Mikrofon mal ein bisschen leiser gestellt. Ich hoffe, dass ich jetzt nicht mehr so, ja, übersteuer. Hallo, komm! Ich brauche ein Monster, damit ich wieder drin bin. Honinio! Oh Gott! Doofe Töne. Warum ist hier auf? Okay, ich finde Munition. Und da unten ist schon wieder Wasser. Wasser ist ein bisschen blöd. Aber ich sage ja auch zu so vielen Sachen, da muss ich mich einmal wirklich Entschuldigung. Also wirklich Entschuldigung, weil ich sage, ich habe Angst vor Killer. Ich habe Angst vor Dachböden. Ich habe Angst vor Frauen mit schwarzen, langen Haaren. Und ich sage jetzt, oh mein Gott, da unten ist Wasser. Und habe ich noch genug Spritzen? Ja, ein paar habe ich noch. Aber, naja. Es ist halt so, dass ich hier manchmal ein bisschen Angst kriege. Trotzdem mag ich Horrorspiele. Ich weiß, das beißt sich vielleicht aus. Habe ich jetzt eine doppelte Lichtquelle? Nein. Ja, komm, dann nehmen wir nämlich nur die 2. Wie war das? Y? Ah! Super. Simon. Klettere die Leiter herunter. Dir wird nichts passieren. Bleib stehen. Oh ja, ich wusste es! Stirb! Oh Gott. Sehe ich die eigentlich schon im Wasser? Ich sehe die doch eigentlich, ne? Ja. Da. Da unten bist du nämlich. Ja. Oh Gott. Moment. Wie lange soll ich denn noch auf die schießen? Boah, ein Rohr. Wie fies, ne? Wie fies die hier einfach platziert sind. Wie unglaublich fies dieses Spiel manchmal ist. Wie super fies. Ich weiß nicht, woher. Und wisst ihr, was wir jetzt machen? Folgendes! Machen wir jetzt Folgendes. Wir machen jetzt Folgendes. Wir folgen dem Licht. Nein, wir machen jetzt Folgendes. Wir singen jetzt ein bisschen. Und guck mal, hier ist eine Leiter, ne? Wissen wir Bescheid. Wir singen und tanzen. Nein, wir singen. Dann ist das hier nämlich gar nicht mehr so schlimm. Da, 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 da. Ich weiß noch nicht, was ich singen soll. Dim, 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 dim. Nee, Crisis Core habe ich letztens schon gemacht. Wo war das? Bei Rec, glaube ich, ne? Ich möchte ein Glücksbärchen sein. Da, 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 da. Nee, das war jetzt irgendeine andere Melodie. Aber egal. Bananas in Pyjamas. Fällt gar nichts ein. Ich sollte mich spritzen eigentlich, ne? Ich mach das auch mal. Ah. Oh ja. Wunderschön. Okay. Dann nimmst du jetzt mal wieder die 2, ne? Und machst mal das Licht an. Und ja. Also wir haben hier 2 Wege, die wir gehen können. Einmal ein Weg, der einfach ins Nichts führt. Ich weiß ganz genau, wie es hier riecht, weil ich schon mal nicht durch eine Kanalisation, aber ich weiß gar nicht mehr, was das war. Bergbau, irgendwas, eine Führung. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall hat es da sehr gemufft. Mann, das ist aber fies. Passiert ja gar nichts, aber seht ihr das da? Ja, ja. Oh, heilige Mutter. Jesus Maria. Na. Ja. Zungen sind mir gar nicht. Ja, ich sehe euch. Ich sehe euch, ich habe keine Angst vor euch. Warte mal. Läuft die Aufnahme noch? Läuft die Aufnahme überhaupt? Ja.
Ja, also hier ist ein großer Raum. Und ein paar Herren. Herren. Ohne Unterhose. Habt ihr gesehen? Ja, Moment. Ja, komm, ich weiß, dass weniger Schüsse jetzt auch gereicht hätten. Wow. Der Herr Wilfried. Werfried? Wer ist denn Werfried? Ist das überhaupt ein Name? Herr Wilfried. Herr Wilfried will auch mal mitspielen. Ah, da ist wieder einer. Hallo. Oh, Mann. Ja, okay, ich meine, das ging jetzt. Weil man hat sie ja im Wasser gesehen. Ne? Also von der Schwierigkeit, ja, wenn man zielen könnte, ist das nicht so schwer. Für mich ist es leider doch ein bisschen schwer, weil ich halt nicht zielen kann. Ich bin der Wilfried. Okay, weiter geht's. Ich muss dazu sagen, ich komme gerade frisch von meinem Vater, der in einer anderen Stadt wohnt. Wie sieht das aber frisch von meinem Vater? Hallo? Der in einer anderen Stadt wohnt und war jetzt die ganze Zeit unterwegs und bin eigentlich ein bisschen müde. Aber damit ich hier nicht wieder einen Tag Pause machen muss bei den Cry of Fear Folgen, habe ich mir gedacht, nehme ich noch mal ein bisschen auf. Und ganz im Ernst, ich habe unterwegs im Zug die Musik der Alchemisten Surrender, habe ich gehört, und musste die ganze Zeit an Cry of Fear denken. Ich hätte da eigentlich an GTA denken müssen sollen, aber ich habe an Cry of Fear gedacht. Ich habe an Herr Dr. Blä gedacht und habe mir gedacht, wie geht das denn jetzt weiter? Ich habe sehr viel gedacht, sehr viel gedacht. Gerade denke ich auch. Ich denke, was geschieht jetzt hier? Und wo bin ich? Und warum? Mit wem vor allen Dingen? Mit wem? Mit einer Leiter. Das geht noch. Ich hoffe, dass wir jetzt draußen sind am Tageslicht, aber es sieht nicht danach aus. Vor allem müssen wir den ganzen Weg wieder zurück. Oh, eine Tür. Türen sind immer gut, aber sobald die Tür auf ist, könnte es sein, dass man Besuch kriegt. Verarsch mich nicht. Ah, ja, ich weiß, wo wir sind. Warte mal, ich mach mal Gustav Dahl Park. Da sind wir doch runtergesprungen, oder? Da sind wir runtergesprungen und wir... Ich weiß gar nicht, woher wir kamen. Wir kamen doch gar nicht hierher, oder? Ich meine, wir brauchen die Waffe ja eh nicht da mit dem Kettensägen, Mann. Wisst ihr noch? Kann ich denn hier rein? Okay, ich will gar nicht wissen, was es ist. Ein Fahrrad? Nee, das war das gar nicht. Ah, ich habe mich vertan. Entschuldigung, das war es gar nicht. Das heißt also, hier wird noch irgendwas passieren. Oh je. Ist das da unten? Nur eine Textur. Kann ich hier hoch? Warte. Ducken. Springen vorwärts. Nö. Okay. Oh je. Eine Leiter. Jason! Ah, ich hab's dir doch gesagt. Warum hörst du nicht? Ja. Hör auf mich! Mach das nicht! Echt, mach das nicht! Das ist sowas von uncool. Ich finde das nicht in Ordnung. Also wenn ich der wäre, würde ich mich schämen. Da sagt man den einfach einmal was und der hört nichts. Wofür brauche ich bitte die Leiter? Leute, die das Spiel gespielt haben, werden jetzt denken, ist doch total offensichtlich, aber ich denke auch gerade noch gar nicht nach, muss ich ehrlich sagen. Jetzt habe ich nachgedacht. Und ich weiß immer noch nicht weiter. Da vorne wahrscheinlich. Ne? Hier? Oder? Nein? Doch. Warte mal, muss ich vielleicht doch hier hoch? Warte mal. Warte. Ach, was ist das denn? Ach so, okay, alles klar. Warum nicht das Fahrrad hier? Okay, wir haben hier nichts. Ich gehe mal ganz kurz den Weg nochmal ab.
Und hier können wir ja sowieso nirgends her. Das war schon richtig, aber wahrscheinlich noch nicht der richtige Platz. Oder muss ich das mit dem... Ah, so, ich will da gar nicht rein. Da ist dunkel drin. Ich will da gar nicht rein. Habe ich diesen Schlüssel schon benutzt? Ich frage mich gerade, wo? Schon wieder vergessen. Ja. Oh, die Musik ist schon einladen. Oh nein, nö. Das Apartment. Was soll ich denn hier und überhaupt? Wo ist denn hier eine Sicherung gewesen? Wisst ihr das? Kann mir jemand sagen, wo hier eine Sicherung sein soll? Ich will hier gar nicht noch mal rein. Das ist... Oh nee, ich meine, ich bin mir einfach hundertprozentig sicher, dass hier auf jeden Fall jetzt wieder Monster sind. Und ich einfach mal hier rausgehe. Ich bleib mal hier drin. Ich kann auch gar nicht so lange heute hier aufnehmen. Oh nein, 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 die mag ich nicht, die mag ich nicht. Büchermann, Büchermann, Büchermann. Oh Gott. Oh, du läufst so bedrohlich langsam. Oh, Gänsehaut. Ich krieg so Gänsehaut bei dir. Ich weiß nicht warum. Boah, die sind so scheiße. Die sind so scheiße. Entschuldigung, wie spreche ich es aus? Die sind so Scheibe. Scheiße. Aha. Lampe heißt, da ist was. Soll ich darüber... Was? Ah, okay. Das schaffe ich nicht. Also ich kann nicht darüber springen. Okay, da unten ist Wasser. Ja. Das war... Wie denn? Oh nein, jetzt ist der Büchermann da wieder da. Okay, komm. Kein Problem. Kein Problem. Wo ist die Leiter? Nein! Okay. Hatten wir hier nicht einen Jason? Da vorne war doch... Ja, da vorne waren zwei Jasons. Hat sich ausgejasont. So, dann speichere ich jetzt gleich nochmal. Cry of Fear ist übrigens ein sehr witziges Spiel, wenn man weiß, was einen erwartet. Ach, ich muss auf die Lampen achten. Guck mal, ich muss echt auf die Lampen achten. So. So, jetzt weiß ich ja, dass da gleich der Büchermann drin ist. Okay. Dann geht's ja so ein bisschen. Ich habe nur Angst, dass er sich irgendwie hinter mich teleportiert oder so. Und ich mich umdrehe und dann ist da auf einmal der Büchermann. Das war so schrecklich. Ich mag den Büchermann überhaupt gar nicht. Ja, da hört man ihn schon. Da war er schon weg. So, was zur Hölle willst du hier ver... Wisst ihr was? Boah, ich bin jetzt mal so feige. Also nicht feige, aber ich habe keine Lust, nochmal gegen den Büchermann zu kämpfen, wenn ich ehrlich bin. Da. Ach, wahrscheinlich kann ich gar nicht mehr zurück, ne? Okay. Dann fange ich mich natürlich lieber hier wieder rauskommen. Verdammt, ich wollte nämlich eigentlich speichern. Habe ich gut gemacht da, ne? Hab ich gemalt. Gut, ich könnte natürlich Anlauf ducken. Oh nein, jetzt kann ich da rein. Oh, ich will wissen, was da drin ist. Also eigentlich will ich es nicht wissen, aber irgendwie doch schon. Also ducken. Das schaffe ich nie im Leben. Das wird nicht gehen. Das wird nicht gehen. Obwohl andere auch schon an der Stelle verzweifelt sind. Ich kann es mir noch nicht angucken. Was zur Hölle? Was soll ich denn da tun? Da kam ich her, ne? Ja. Oh Mann, ja. Ich meine, ich könnte
Ich könnte das ja jetzt nochmal probieren, ne?